erlaube mir noch was zu ergänzen, weil mir das jetzt gerade eingefallen ist. Warum ich glaube, wahrscheinlich wie viele andere auch, dass die gesamte Geschichte auch in der Art und Weise, wie sie jetzt aufgespielt wird, manipuliert ist und extrem stark eben auch gesteuert wird. Warum ist das? Warum glaube ich das? Nun, ich möchte hierzu ein Beispiel nennen. Und zwar, vielleicht wissen die einen, manche wissen ja, ich wohne in der Slowakei. Und in der Slowakei gibt es eine Minderheit, die einfach sehr anders lebt. Und die einfach in der allgemeinen Wahrnehmung als problematisch wahrgenommen wird. Das sind die Roma. Es gibt in der Slowakei ca. 500.000 Roma. Das ist also für dieses kleine Land eine relativ große Zahl. Das sind ca. 10%. Viele davon leben in der Ostslowakei, die meisten. Und die große Mehrheit von diesen Roma leben in Ghettos, also wirklich katastrophalen Ghettos, erinnern an wirklich an Containersiedlungen in Simbabwe oder so, aber man glaubt nicht, man wäre in Europa. Also es ist wirklich, wirklich tragisch. Auf jeden Fall gibt es halt immer wieder Reibereien und so weiter, die haben ihren Lebensstil, es ist einfach schwierig. Natürlich gibt es auch Anfeindungen, aber sie werden nicht großartig politisiert, was ich zumindest als Vorteil finde. Also man schüttet nicht unnötig sozusagen Öl ins Feuer. Und es hat im Jahre 2011 in Bratislava ein Ereignis gegeben, einen Massenmord von einem Menschen, der offenbar eine Roma-Familie als Nachbarn hatte in einem Plattenbau in Karlova Nova Ves. Und der einfach von dieser Familie über Jahre hinweg einfach sehr schlechte Beziehungen zu dieser Familie hatte, und eines Tages hat er ein Gewehr genommen und 6 von diesen Romas erschossen. Im Prinzip die Familie, also mit wenigen Ausnahmen erwischt. Tragisch, was dort passiert ist. Aber ich möchte es nur zum Vergleich bringen mit dem, was am Wochenende war, wie der Unterschied ist zwischen einem großen Verbrechen, hinter dem keine Kohle sitzt und keine größeren Interessen. Also ein Verbrechen, das dann nicht medial ausgeschlachtet wird und mit vielen Millionen finanziert wird. Nämlich im Vergleich zu dem, was in Paris passiert ist und zu Millionen Aufmärschen und zu diesen scheinheiligen Politikern wie Merkel oder anderen, die Kriege zum Beispiel mitfinanzieren in der Ukraine, wo zigtausende, ich glaube nie im Leben die Zahl von 4000, das gibt es gar nicht, ja, wo wirklich viele, viele, viele Tausende von Menschen wirklich abgeschlachtet werden, die marschieren schlecht dann selber mit zum Beispiel Poroschenko oder mit Netanyahu, ja, marschieren die für den Frieden und für friedliche Lösungen mit Millionen von anderen Menschen auf der Straße. Als es 2011 zu diesem Ereignis kam in Bratislava, passierte im Anschluss genau nichts. Das Ganze wurde behandelt als das, was es war, als ein Verbrechen. Man konnte den Täter nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, weil er hat sich anschließend selber erschossen. Man hat ihn aber weder verherrlicht noch sonst irgendwas. Es gab keine Umstürze, keine Aufmärsche, keine Demonstrationen, sondern man hat es betrachtet als Verbrechen. Man hat es auch so abgeurteilt und man hat den Menschen auch im Anschluss auch als solches genannt, als was er war, als ein Verbrecher. Was auch immer er für Probleme hatte, es konnte nicht die Lösung sein, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und die Leute zu erschießen. Ich möchte einfach nur nennen, die Zahl der Opfer war verhältnismäßig für dieses kleine Land und in dieser relativ kleinen Hauptstadt Bratislava eine hohe Zahl. Aber es wurde anschließend nicht ausgeschlachtet. Und dieses Ausschlachten bringt auch nichts. Bringen diese vielen, vielen Demonstranten jetzt wirklich was? Was bringen die denn? Außer noch mehr Unsicherheit. Man hat gesagt, schwamm drüber, es war ein Verbrechen, es ist passiert, man hat die Opfer bestattet und vorbei war es. Und es gab keine Unruhen, es gab keine Aufstände und es gab auch keine weiteren Zusammenstöße. Und da sieht man im Endeffekt, es gibt einfach Verbrechen, die einem liegen und wo hinterher Millionen locker gemacht werden, um das wirklich auch zu nutzen. Und es gibt Verbrechen, wo einfach nichts passiert, weil keine weiteren Interessen damit verbunden sind. Und deswegen glaube ich, ist das ganze Ding wieder einmal eine wahrscheinlich zum großen Teil manipulierte Geschichte. Ich möchte noch in dem Zusammenhang noch an eine Geschichte erinnern, die habe ich einmal gelesen, ist vor langer Zeit. Ich habe sie jetzt nachgegoogelt, man findet sie immer noch. Zum Beispiel unter heise.de zum Thema fingierte Anschläge. Das wissen wir viele, aber viele davon kommen nicht raus. Aber es gab im Jahre 2005 in Basra beispielsweise, also im Irak, einen Fall. Da wurde ein Fiat Panda gestoppt auf dem Weg zu einem belebten Markt. Und dieser Fiat Panda beherbergt jetzt also zwei Männer. Und man hat festgestellt, dass im Kofferraum, der ganze Kofferraum voller Bomben war, voller Sprengstoff. So,
Die Polizei versuchte, also es war irakische Polizei, versuchte diese Fahrer festzunehmen, diese Insassen. Die haben das Feuer eröffnet, haben auch, glaube ich, einige Polizisten erschossen, wurden allerdings dann überwältigt und ins örtliche Militärgefängnis gebracht. Und noch bevor sie verhört werden konnten, in derselben Nacht kam ein britisches Kommando, wirklich mit Helikoptern, Hammern und so weiter, schwer bewaffnet und holte diese beiden Typen aus dem Knast. Das Einzige, was die irakischen Polizisten noch feststellen konnten, ist, dass es sich um britische Staatsbürger irakischer Herkunft handelte. Also aller Voraussicht nach um Mitglieder des MI6 oder MI5. Ich möchte einfach nur sagen, man kann nicht immer alles glauben. Die ganze Geschichte ist dann in sich versunken, man hat nichts mehr darüber gehört und so weiter. Es gibt aber trotzdem ein paar Medien, die darüber schreiben. Es ist also nachweislich belegbar. Googeln, britisches Kommando, zum Beispiel rettet oder holt Terroristen aus dem Gefängnis unter heise.de, findet es auf jeden Fall. Aber ich möchte einfach nur sagen, man muss einfach mehrfach hinschauen und man weiß nie, was wirklich tatsächlich dahinter steckt. Diese Geschichte, die jetzt auf jeden Fall war, spielt vielen Leuten in die Karten. Okay.